So, Freunde, dann gucken wir uns mal hier die Maus an von Warlock Games. Und die war, wie man sieht, Mail Order Only. Und die Mail Order Sachen, die kommen immer in so einem schicken Luftpolster-Tütchen. Ja, und dann sehen wir schon, das hier ist ein richtig großer Kasten. Und der wiegt auch ein bisschen was. Dazu kommt dieser monströse Turm. Und so ein Ölkanister oder Benzinkanister. Und eben halt ein paar richtig dicke Zinnklötze dazu. Ja, die Kanone, die ist schon wirklich dick. Also wirklich ein riesen Apparat. Und ich kann ihn leider nicht zusammenbauen. Der gehört einem Kollegen von mir, Dennis. Und er hat mir quasi erlaubt, ein Unboxing zu machen. Aber zusammenbauen muss er ihn dann doch selbst. Ja, knapp 440 Gramm wiegt das ganze Paket. Ist doch schon ein richtig fetter Klotz. Und zur Qualität vom Guss, ja, so das klassische Warlord-Resin irgendwie. Ich bin irgendwie ein Plastik-Fan, das Resin-Zeugs gefällt mir meistens nicht so gut. Aber ist alles schön glatt abgegossen. Man sieht, die Details sieht man auch gut. Und ich bin mal gespannt, was der Dennis dann farblich draus macht aus dem Apparat. So, Freunde, das soll es schon gewesen sein. Das war das kleine Unboxing von der großen Maus. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns wie immer einen Daumen da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.